Servus Leute, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Wie versprochen, wollte ich jetzt mal eine Kostenaufstellung machen von unserer Alpentour. Also, was hat das Hotel gekostet? Wie viel Sprit habe ich im Prinzip rausgeballert? Was habe ich für Essen ausgegeben? Einfach so diese ganzen Kleinigkeiten. Und dass man einfach mal so eine Abschätzung hat, natürlich, was sowas kostet. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man fährt, was man fährt, wie lange man fährt. Aber ich dachte einfach mal, euch so einen pauschalen Wert zu geben, einfach mit was ihr vielleicht eventuell rechnen könntet, falls ihr sowas macht. Dachte ich, wäre es vielleicht einfach interessant, wenn ich euch jetzt mal einfach die Kosten aufliste. Wir waren insgesamt ja 8 Tage unterwegs, also Samstag auf Sonntag. Samstag war ja unser Anreisetag, wo wir da Richtung Kaprunzell am See gefahren sind. Dann am darauffolgenden Tag sind wir Großglockner gefahren. Und an den Tag sind wir dann auch dann noch Richtung Cortina d'Ampezzo, also in die Dolomiten gewesen oder in die Dolomiten gefahren. Das war dann der Sonntag. Und dann Sonntag bis Donnerstag waren wir in den Dolomiten. Der erste Tag war ja nicht so schön leider. Also hatten dann ein bisschen Regen, aber ansonsten hatten wir echt traumhaft schönes Wetter. Und dann ab Donnerstag waren wir am Wörthersee. Und ja, da sind wir jetzt eigentlich auch nicht viel gefahren. Also ich glaube, der Max hat im Endeffekt 200 Kilometer weniger als ich. Und er ist ja dann am Wörthersee nicht gefahren, also es hat sich jetzt, ich sag mal, nicht viel getan. Ich habe jetzt hier neben mir mal meinen Laptop, weil ich einfach jetzt mal die ganzen Kosten aufgeschrieben habe, was wir jetzt am Endeffekt verbraucht haben. Also einmal verbraucht, die ganze Reise und natürlich auch die Ausgaben. Also für die 8 Nächte, wir hatten immer 2 Zimmer, außer in der letzten Unterkunft am Farker See, habe ich euch alles gezeigt, hatten wir wie gesagt 8 Nächte und für diese 8 Nächte habe ich 388 Euro bezahlt. Also insgesamt für die 8 Tage pro Person hatten wir 388 Euro und somit 48 Euro pro Nacht im Durchschnitt. Ich habe jetzt einfach mal alles so ein bisschen gerundet. Ja, wie sah es aus mit Benzin und Sprit? Hier kommt es natürlich immer darauf an, wie man fährt. Ja, unser Anreisetag und Abreisetag sind wir einfach super entspannt auf der Autobahn. 120, 130, 140 mal 150 gefahren. Ja, ist einfach entspannt. Ich muss da nicht durchballern. Das macht mir auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Spaß. Und bis dann im Endeffekt, ja, lass es 20 Minuten früher da. Also, keine Ahnung, brauche ich einfach nicht. Also auf der Autobahn zum Beispiel am Anreisetag zum Großglockner hatte ich, ich glaube, einen Verbrauch von 8,7 ungefähr, 8,7 Liter, 8,6 Liter. Und wie gesagt, mit unseren 140, 150 auf der Autobahn. Genau, also sozusagen die 2 Anreisetage waren sehr entspannt. Wenn du natürlich dann komplett durchballerst, hast du mehr Spritverbrauch natürlich. Für die 8 Tage habe ich 307 Euro Sprit im Prinzip gebraucht. Jedoch habe ich jetzt dann nochmal, als ich in Erlangen angekommen bin, weil ich natürlich mit dem vollen Tank losgefahren bin, musste ich natürlich auch wieder voll tanken. Mir hatte dann noch ein Viertel Tank gefehlt, nachdem ich vom Wörthersee komplett voll getankt nach Erlangen gefahren bin. Also wäre dann ungefähr nochmal, ja, gute 100 Euro. Also ich sage jetzt einfach mal 407 Euro Sprit für die 8 Tage. Genau, zudem, ich sage jetzt mal Kilometer, durchschnittlich Verbrauch komme ich dann am Ende nochmal dazu. Also heißt für Benzin 8 Tage knapp über 400 Euro. In Italien und in Österreich haben wir halt immer das Super Plus getankt oder in Österreich dann an der OMV dieses, ich glaube Max Motion heißt es, 100 Oktan, weil es natürlich in kein Aral gibt und die 102 Oktan, aber ich sage mit dem 100 Oktan ist man auch sehr gut unterwegs. Und es ist natürlich auch ein bisschen günstiger. Ja, ansonsten, ich hatte dann im Prinzip nochmal 23 Euro für Mautgebühr, also einmal 10 Euro Vignette in Österreich für die Autobahn, das hat man einfach gebraucht, und dann nochmal 13
Euro für den Tunnel vom Wörthersee nach Erlangen. Ich glaube, das ist dieser Tauernspa-Tunnel, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat nochmal 13 Euro gekostet, also insgesamt 23 Euro. Genau. Ansonsten habe ich eigentlich alles bar bezahlt. Ich hatte im Prinzip 300 Euro bar dann nochmal mitgenommen. Also Sprit habe ich immer mit meiner Karte bezahlt, aber Essen und alles ansonsten habe ich immer bar bezahlt, außer dann die zwei Vignetten. Und von diesen 300 Euro, die ich im Prinzip mitgenommen habe, habe ich 246 Euro gebraucht. Also das heißt im Durchschnitt knapp 31 oder fast 31 Euro am Tag für Essen. Wenn ich jetzt die ganzen Ausgaben zusammenrechne, also Hotel, Benzin, Essen, Maut, diese ganzen Sachen, habe ich dann eine Gesamtsumme gehabt von 1064 Euro. Ja, also für 8 Tage 1064 Euro Ausgaben. Natürlich kommt auch noch das Thema Verschleiß dazu. Ja, ich bin 1934 Kilometer gefahren. Was das jetzt im Prinzip in Verschleiß bedeutet, das rechne ich jetzt nicht aus. Ja, ich habe gebremst, ich bin sportlicher gefahren. Ich habe natürlich einen Reifenverschleiß, ich habe einen Bremsverschleiß, aber das werde ich jetzt da einfach nicht berücksichtigen, weil da bist ja unendlich viel dabei, das irgendwie vielleicht rauszukalkulieren. Und ich sage jetzt einfach mal, ich rechne jetzt nur die Euros, die im Prinzip jetzt in dem Moment rausgeflossen sind. Ja, ansonsten zum Auto, zur Reise. Wie gesagt, 1934 Kilometer in den 8 Tagen. Ich hatte im Prinzip, als wir dann in Erlangen losgefahren sind, diesen Reisebordcomputer Reset gemacht bei mir im Auto, weil ich wollte einfach mal wissen, wie viele Kilometer wir gefahren sind, Fahrzeit etc. pp. Wir waren insgesamt 36,5 Stunden im Auto und hatte einen durchschnittlichen Verbrauch von 10,5 Liter. Und das ist auch das, was ich auf Instagram gepostet habe. Also da habe ich dann nochmal aktiven Post gemacht nach den 8 Tagen, einfach Fahrzeit, Kilometer und so on. Genau, also das heißt im Prinzip, ich habe 185 Liter Sprit verballert in den 8 Tagen. Wenn man sagt, ja, in Österreich, Italien hat man ein bisschen günstiger Sprit bekommen, hier jetzt nochmal teurer, man nimmt mal 2,20 € ungefähr. Als durchschnittlichen Preis für den Benzin komme ich auch auf 407 Euro und das ist auch genau das, was ich oben ausgerechnet habe. Also knapp 400 Euro Sprit für die 8 Tage. Ja, also das sind eigentlich die Kosten, mit denen man so rechnen müsste. Wir hatten also am Farker See ein bisschen schöneres Hotel. Das war ein 4-Sterne-Hotel. Die anderen zwei Hotels waren ein 3-Sterne-Hotel, immer mit Frühstück. Also alle drei waren immer mit Frühstück, weil wir gesagt haben, wir sind eh den ganzen Tag unterwegs. Wir sind da, um nur zu schlafen. Da brauche ich jetzt keinen großen Luxus. Ja? Wie gesagt, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. Wir wussten, dass wir am Farker See, Wörthersee auch ein bisschen mal im Hotel einfach chillen wollen nach den paar Tagen. Deswegen haben wir uns da auch ein bisschen schöneres Hotel genommen mit einem Pool außen, Sauna und das Ganze drumherum. Aber ja, im Endeffekt war die Tour super schön. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Die Dokumentation über die 8 Tage, die drei Videos, hat mich auch sehr über die Kommentare gefreut. Und ja, somit ist jetzt dieser Kapitel, ich sage jetzt mal, abgeschlossen. Und wie gesagt, es kommen jetzt dann noch mal ein paar weitere Videos. Also ich will auch mal eine Kostenaufstellung machen über den M3. Ich hatte das ja damals beim M2 gemacht und würde das auch gerne jetzt dann beim M3 machen. Also was ist Versicherung, Service, das Ganze einfach, dass die Leute mal so ein bisschen Überblick bekommen, was ich aktuell zahle, weil ich finde es einfach immer schön, wenn man das einfach transparent hält. Ja, ich finde es jetzt kein Geheimnis, was ich an Versicherungen zahle und ja, finde ich einfach cool, wenn man das irgendwie ein bisschen öffentlich macht und einfach den Leuten seine Erfahrungen erzählt. Ansonsten, wie gesagt, werde ich dann nochmal ein Video machen über meinen Acra-Endschalldämpfer. Den Auspuff werde ich wahrscheinlich verkaufen und mir einen anderen kaufen. Ja, ein paar Leute haben schon ein paar Unternehmen in die Kommentare geschrieben, die ich mir mal anschauen soll. Ich hatte auch letztens überlegt, einen HJS Downpipe zu kaufen. Original, korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege oder schreib es mal in die Kommentare, weil dann weiß ich auch, dass ich sicher bin, was ich sage.
Original sind die Zellen 400, beim M2 war es 600 und mit den HJS beim M2 bis von 600 auf 300 und ich glaube beim M3, M4 kommst du von 400 auf 200. Hatte ich mir auch überlegt, ich habe da nochmal mit Max gesprochen vom MX Motorsport, der hat gemeint, also lohnt sich jetzt eigentlich nicht so viel, vor allem für das Geld. Muss ich jetzt einfach mal gucken. Also es kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos dazu. Ich würde auch gerne noch mal ein paar andere Autos vorstellen von Freunden. Und ja, ich hoffe, die Serie, wie gesagt, hat euch gut gefallen. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar, gerne den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.